Ihr seid wohlbehalten angekommen, Kommandantin Roda. Hab Dank, Leutnant. Wie stehen die Dinge hier? Wie es nach den Drachensichtungen zu erwarten war. Ich habe den Bau des Drachenschutzes befohlen. Bald wird hier wieder Ruhe einkehren. Willkommen, Drachentöter. Dürfte ich euch um eure Hilfe bitten, sofern es eure Zeit zulässt? So ist es. Folgendes. Eine ziemlich große Gruppe von Banditen hat es seit einigen Monaten auf Handelskarawanen abgesehen. Bisher konnten wir ihren Unterschlupf nicht ausfindig machen. Allerdings haben wir vor einigen Tagen einen der Banditen gefasst. Weder Drohungen noch Folter bringen ihn zum Reden. Daher müssen wir auf andere Weise mit ihm verfahren. Ich will, dass ihr ihm zur Flucht verhelft. Es ist ein wenig Glück dabei, aber das wird bestimmt funktionieren. Ihr müsst nur zur ausgebrannten Kapelle im Tal gehen. Dort findet ihr einen verborgenen Hebel, der ein Tunnelsystem öffnet, das direkt in seine Zelle führt. Er sitzt aus gutem Grund in dieser Zelle. Sie grenzt an einen alten Fluchtweg, der vor vielen Jahren von den Soldaten gegraben wurde. Wenn ihr den Banditen da rausholt, gewinnt ihr sein Vertrauen, horcht ihn nach der Flucht aus und überzeugt ihn davon, dass ihr euch den Banditen anschließen wollt. Der Rest erklärt sich von selbst. Ausgezeichnet. Viel Erfolg. Willkommen. Habt ihr Neuigkeiten über das Banditenlager? Ja, wir haben 3 seiner Schweine konfisziert. Hat er das? Er ist wirklich hartnäckiger, als ich dachte. Danke, dass ihr ihn abgewiesen habt. Nehmt dies als Belohnung für euer Pflichtbewusstsein. Ich habe diese Störenfriede in die Wälder geschickt, zur Trolljagd. Und sie hoffentlich davon überzeugen, nicht mehr im Dienst zu trinken. Dieses unaufhörliche Geschnatter lässt mich bald zur Klinge greifen. Sagt, dass ihr etwas zu berichten habt, damit wir die Jagd beginnen können. Dem Göttlichen sei Dank. Los, erzählt! Gut, damit haben wir eine konkrete Spur. Ich hoffe, Marius ist bald mit weiteren Neuigkeiten zurück. Bevor wir gehen, will ich jedoch, dass ihr die Gruft im hinteren Teil der Kirche betretet. Beim nächsten Teil eurer Initiation solltet ihr in einer Gruft unter der Akademie von Flussheim einem Untoten gegenübertreten. Den Zorn eines niederen Geistwesens zum ersten Mal zu spüren, ist eine grausige Erfahrung. Bei diesem Aufeinandertreffen prägt die Mischung aus Angst, Euphorie und eiserner Beharrlichkeit den Drachentöter und setzt große Mengen Adrenalin frei. Dadurch wird das anfängliche Chaos, verursacht von den Erinnerungen, gemindert. Die Wirkung ist jedoch zeitlich begrenzt. Daher ist der nächste und letzte Teil der Initiation... Drachentöter, alles in Ordnung? Die Erinnerungen der Drachen, sie dringen in euch ein. Nehmt diesen Schlüssel und tretet dem Geist gegenüber. Beeilt euch, bevor es noch schlimmer wird. Schmied, Dirk. Sicher hat er unermüdlichen Einsatz gezeigt, oder? Kaum. Merkt er denn nicht, dass es zum Wohle des Dorfes ist? Herzlich willkommen, Drachentöter. Ich bin Roland, Hauptmann der Wachen. Aufgefallen? Nein, kann ich nicht sagen. Normalerweise ertappe ich die Rekruten, wie sie betrunken zurück in die Kaserne torkeln, aber mehr auch nicht. Was gibt's da zu erzählen? Die Kaserne war hier das erste Gebäude in einer Zeit, als man noch nicht viele Menschen in diesem Tal von Rivellon zu Gesicht bekommen hat. Das war vor langer Zeit, als hier noch ein Drachenritter herrschte und dieses Gebiet als Tal der Schreine bekannt war. Die Tatsache, dass ein militärisches Gebäude das erste Bauwerk dieses Dorfes war, sagt schon einiges darüber aus, wie schwer es die Siedler hatten. Sie sind jedoch geblieben. Und bald wurde ein Wall errichtet, dann eine Schmiede, gefolgt von einer Mühle und so weiter. Das obere Stockwerk dieser Kaserne wurde erst nach dem Großen Krieg gebaut.
Aus diesem Grund führt noch keine Treppe nach oben, sondern eine umständliche Leiter. Im Dorf selbst ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Allerdings machen Banditen die Umgebung unsicher. Werft doch einen Blick auf die Anschlagtafel, um zu sehen, welche Kriminellen wir fassen wollen. Seid auf der Hut! Dieses Gesindel ist nicht ohne Grund nach wie vor auf freiem Fuß. Selbst die Veteranen unter den Wachen schrecken davor zurück, sie aufzuspüren. Alles Gute! Zutritt nicht gestattet, Drachentöter. Natürlich, Drachentöter. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Das hat bestimmt wehgetan. Drachentöter, hier oben! Ich sitze hier oben fest und werde von Goblins gejagt. Sie haben einen Enterhaken. Bitte holt ihn! Großartig, auf sie mit Gebrüll! Bitte werft ihn hoch zu mir. Ich hab ihn. Gleich bin ich unten. Danke, Drachentöter. Diese Goblins hätten mich wahrscheinlich erwischt. Wir kundschaften den Wald immer zu zweit aus. Aber wir wurden von einer ungewöhnlich wilden Meute angegriffen. Nicht geschafft? Er ist in Panik geraten und weggelaufen. Ich musste mit diesen blutrünstigen Bestien alleine fertig werden. Ich konnte mich auf den Turm retten, habe dabei aber den Enterhaken verloren. Das war vor mehreren Stunden. Dieser Feigling hat scheinbar nicht mal die anderen Wachen gewarnt. Das könnt ihr laut sagen. Schnüpft ihn euch ruhig vor, falls es euch Freude bereitet. Sein Name lautet Pavel und ihr findet ihn auf dem Wachturm der Kaserne.
Ich werde bei Hauptmann Roland Meldung machen. Pavel wird bald hinter Gittern sein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Noch nichts. Noch nichts. Des Tals, macht euch bereit. Schwer verletzt. Was wollt ihr? Ich beobachte Vögel, klar? Und da ihr kein Vogel seid, seid ihr für mich nicht von Interesse. Nächstes Mal werde ich derjenige sein, der im Dorf herumstolziert. Dann kann sich Richard in den Wäldern die Ameisen aus der Rüstung popeln. Ja, aber ich habe schon viele herumnörgelnde Trottel gesehen. Spart euch eure Beleidigung und haut ab. Vögel beobachten. Was für eine Ausrede. Ja!